Seit mittlerweile knapp 6 Wochen wurde nichts mehr auf dem JBB-Kanal hochgeladen. Auch das letzte Lebenszeichen von Julien ist nun schon über einen Monat her. Es ist also unklar, ob Julien sich zurückgezogen hat, um weiter an seinem Album zu arbeiten, den ganzen Tag einfach nur kifft und nichts tut, ob er möglicherweise durch die Entmonetarisierung auf YouTube pleite gegangen ist oder ob er sogar vom Bus überfahren wurde. Zumindest steht das alles so in meinem Skript. Am Samstag hat Julien tatsächlich mal wieder ein Instagram-Bild hochgeladen und zwar sieht man ihn da, wie er das macht. Ich schätze einfach mal, er arbeitet an seinem Album. Hi. Unter meinem letzten Video konntet ihr abstimmen, ob ihr denkt, dass das JBB dieses Jahr noch weitergeht, ob es nächstes Jahr weitergeht oder ob es abgebrochen wird. Und tatsächlich war ein Drittel dafür, dass es wohl abgebrochen wird. Ich fand das tatsächlich relativ überraschend, weil trotz des ganzen Hin und Her momentan denke ich nicht, dass Julien das JBB abbrechen wird. Ich denke eher, es wird irgendwann nächstes Jahr wieder losgehen. Mal schauen. Auf jeden Fall denke ich persönlich nicht, dass es abgebrochen wird. Das wäre auf jeden Fall sehr enttäuschend, gerade auch für die Rapper, die dabei sind. Wie ich auch schon im letzten Video sagte, mittlerweile ist das 16. komplett fertig, also hinter der Kamera sollten alle Runden abgedreht und Julien geschickt worden sein. Er müsste also nichts anderes tun, als die Runden hochzuladen und ein kleines Analysevideo zu machen. Wann er genau das machen will, gucken wir mal. Ich weiß halt wirklich nicht, was er da mittlerweile seit über 6 Wochen macht. Ich hoffe zudem wirklich, dass er wenigstens 2 Battles pro Woche raushaut, wenn es dann irgendwann mal weitergeht. Ansonsten wird das JBB dieses Jahrzehnt wohl nicht mehr beendet werden. Heute gibt es jedenfalls minimalistische Prognosen zum weiteren 16. Verlauf im JBB 2018 und ich sage kurz, wen ich im jeweiligen Battle vorne sehe. Am Ende gibt es das gleiche nochmal mit dem YouTuber Shark hier, damit ihr einfach 2 verschiedene Meinungen hört. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Battle Clash Parker vs. Illegal. Hitlers Eltern. Wir haben keinerlei Zeit für dein Feature. Wir saufen weiter, vertraut wird dir niemand. Das Battle Clash Parker vs. Illegal könnte auf jeden Fall relativ ausgeglichen werden. Durch das BBK weiß ich, dass Clash Parker Punchline technisch auf jeden Fall gut was drauf hat und Illegal kenne ich nicht wirklich. Ich würde sagen, beide haben in der Quali-Phase einen relativ guten Eindruck gemacht, die kommen relativ gleich stark rüber, Illegal kam besser bei den Zuschauern an und insgesamt kommt Illegal auch in meinen Augen ein bisschen stärker rüber. Ich persönlich denke aber, dass das Battle von Clash Parker angeführt werden wird, einfach weil er im BBK schon gezeigt hat, dass er wirklich gut punchen kann generell und wenn Illegal jetzt keine Überrunde macht und Clash Parker nicht komplett verkackt, denke ich, das wird an Clash Parker gehen. Allerdings ist das hier komplett ohne Gewehr. Ich weiß nicht wirklich, wie krass Illegal sein kann. Und wir feuern Bullets in dein Head. Das 10. Battle ist Gotcha vs. Stacey B und ja, was soll ich sagen, das Battle ist relativ unspektakulär, würde ich sagen. Weder Gotcha noch Stacey B haben mich in ihrer Quali wirklich überrascht oder beeindruckt. Aber Stacey B kommt mir doch sehr wie ein Hall of Shame Kandidat vor. Sein Flow nervt mich extrem, ich finde ihn generell musikalisch gesehen echt nicht gut. Auch keine guten Punchlines eigentlich, das Video ist auch eher so geht so. Und Gotcha liegt eigentlich überall vorne, außer dass ich Gotcha nicht wirklich ernst nehmen kann. Das ist wohl sein größtes Problem. Aber ich denke, wenn Gotcha sich nochmal ein bisschen steigert und nicht nur Name-Dropping betreibt, sondern auch wirklich gute Punchlines bringt, dann kann er auf jeden Fall gegen Stacey B gewinnen. Ich weiß halt wirklich nicht, was ich von Stacey B erwarten soll. Anscheinend hat er ein Venom-Pictures-Video am Start, aber ansonsten weiß ich halt echt gar nichts. Ich denke auch, dass Gotcha Julien eher zusagt. Big Digga, du bist dieses Jahr am Start, Bitch, jeder Part setzt doch mal meinen Namen. Sie sagen Battle Rap wär tot. Ich baue aus Rapperleichen meinen neuen Thron. Das 11. Battle ist Big Jigga Jules vs. J Different. Jeder, der damals meinen ersten Eindruck zu Big Jigga Jules gesehen hat, der weiß ja, was ich von ihm halte. Ich kann ihn mir musikalisch gesehen absolut nicht geben. Sein Video war auch nicht sonderlich krass und generell scheint er nicht wirklich krass unterwegs zu sein. Aber sein Text ist nicht schlecht. Wir haben halt keine Ahnung, ob sich hinter der Maske ein wirklich guter Rapper oder auch bekannter Rapper versteckt oder ob es ein kompletter Newcomer ist. Ich denke aber, wenn Big Jigga Jules nochmal so eine Runde einreicht wie in der Quali, dass er sich einfach viele Punkte verspielen wird. Wie will er eben mit seiner kratzenden Stimme eine wirklich gute Hook hinbekommen, ist die Frage. Oder auch das User Voting. Die Zuschauerschaft war jetzt von seiner Stimme nicht wirklich begeistert und J Different war schon relativ beliebt. Also ich würde sagen, wenn jetzt beide auf ihrem Level bleiben würden, dann würde J Different gewinnen. Kommen wir gleich mal zum nächsten Battle und da kann ich auch gar nicht mal so objektiv bleiben. Ja, Merchas vs. Drino und ja, was soll ich sagen, aus bestimmten Gründen möchte ich hier gar nicht so krass drauf eingehen. Mir hat die Quali von beiden gut gefallen. Man hat aber auch im ersten Eindruck gemerkt, mir hat Drino in der Quali-Phase besser gefallen. Vielmehr möchte ich halt wirklich nicht zum Battle sagen, da gibt es wie gesagt Gründe. Diese Gründe werden sich auch nach und nach noch zeigen, aber sonst wäre ich mir einfach
nicht wirklich sicher, was ich sagen sollte. Kommen wir einfach zum 13. Battle, Nairo vs. Nukubuyeng. Bring mir jeden deiner Rap-Alter, wer wollte Beef? Auf einmal niemand mehr, denn sie wissen, der Werwolf will Beef. Und ich hab darauf keinen Bock, ich hab einfach keine Lust. Mittelfinger, deine Fotze, Mittelfinger in die Luft. Die Quali von Nairo fand ich relativ langweilig, sie war zwar solide und die Leute, die diesen Stil mögen, die fanden es wahrscheinlich auch gut, aber ich fand es relativ langweilig, muss ich sagen. So, das habe ich einfach schon zu oft gesehen und mich hat da nichts geflasht. Die Quali von Nukubuyeng hat mir allerdings schon ziemlich gefallen, jetzt nicht unbedingt was die Punchlines angeht, er geht zwar gegen die AfD und so, aber da ist halt nicht wirklich Substanz hinter. Er ist aber, was Musikalität angeht und auch generell, was seinen Style angeht, einfach weit überlegen. Die Punchlines bei Nairo waren aber teilweise auch mehr Schein als Sein. Hier und da waren mal Ansätze oder Name-Dropping, aber wirklich Punchlines gab es halt nicht wirklich. Krasse. Also das Battle finde ich relativ schwer. Da müssen auf jeden Fall beide eine Schippe drauflegen, beide ein bisschen Gegnerbezug drauflegen und ansonsten denke ich allerdings, dass das Ganze an Nukubuyeng gehen wird. Die Quali dieses Jahr war halt sein vierter Anlauf und ich denke mal, in diesen vier Jahren hat er auch fleißig JBB geguckt. Ich denke, er weiß, was Julien gefällt. Ich denke einfach, dass er weiß, was die Zuschauer anspricht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nukubuyeng was Gutes raushaut. Alles chill, also stress mich nicht. Auf zu lachen, sagst du, dass du heftig bist. Hier haben wir Psycro vs. Shikar. Shikars Quali hat mir, was die Musikalität angeht, gut gefallen. Es macht halt gute Laune, es ist positiv. Aber es fehlen komplett die Punchlines. Und auch in anderen Turnieren hat man schon gemerkt, Shikar scheint kein wirklich krasser Battle-Rapper zu sein. Psychros Quali war eigentlich in jeder Hinsicht solide. Er hatte ein gutes Video, er war unterhaltsam, er war einfach kreativ und innovativ, er hatte ein paar Punchlines, er war gewissermaßen musikalisch, er hatte einfach ein bisschen von allem. Und deswegen denke ich auch, dass das Ganze am Psychro gehen wird, wenn Shikar nicht auf einmal krasse Punchlines raushaut und Psychro vielleicht ein bisschen abschwächt. Im Benz unterwegs, undercover. Im Benz Ambiente Paket, undercover. Das nächste Battle ist Herr Kuchen vs. TI Music. Ich muss ganz kurz sagen, ich höre mir die Quali von TI Music echt oft an und das jetzt immer noch. Ich weiß nicht, was ich mit der hab, aber diese Hook ist einfach ein ziemlicher Ohrwurm und ich höre es mir trotz diesem Hall of Shame Ansatz halt echt gerne an. Trotzdem weiß ich halt nicht wirklich, was ich von TI Music erwarten kann, ob er wirklich krass battlen kann, ob er generell seine Leistung gut steigern kann. Ich weiß es einfach nicht. Bei Herr Kuchen weiß man halt, er kann was, auch wenn die Quali leider alt ist, man weiß, er kann was und deswegen denke ich auch alleine deswegen einfach schon, dass der Kuchen das Ding macht. Außer TM Music steigert sich wieder und haut wirklich gute Punchlines raus, das würde ich eh übertrieben feiern. Aber ansonsten denke ich, das macht der Kuchen. Ich mach mein Ding schon seit Tag 1 und andere Rapper generieren durch ihr Schissen und ein Schlagzeilen. 2 S, O, S, nehme mir das, was ich brauch, denn ich lebe so. Rapper sind gay und ich hetero, führe mich bei ihr Mädchen im Klo. Und das letzte Battle ist Krix vs. Seacraft und wenn Krix nicht komplett reinscheißt, was die Punchlines angeht, dann wird das Battle wohl locker in Krix gehen. Da muss ich glaube ich gar nicht weiter ausholen. Aber Leute, das war jetzt nur ganz grob meine Meinung zu den Battles, ich habe echt keine Ahnung, ich könnte mich auch komplett vertun, ich könnte auch Leute unterschätzen oder überschätzen, aber wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, jetzt gibt es noch die Meinung von Sharkien, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, bis dann und ciao. Kommen wir nun zu meinen Kurzprognosen. Danke natürlich wieder an Jay, dass ich bei diesem Video mitwirken durfte. Fangen wir an mit Clash Parker gegen Illegal. Hier sehe ich Clash Parker durch seine deutlich bessere Technik und die im KKB bewiesenen guten Punchlines vorne. Auch das Video wird höchstwahrscheinlich professioneller produziert werden. Illegal wird seine fehlende Routine hier wahrscheinlich zum Verhängnis, daher geht der Sieg an Clash Parker. Als nächstes hätten wir Gotcha gegen Stacey B. Gotcha hatte bis auf ein paar Ausnahmen gute Punchlines und auch ein professionelles Video. Stacey B's Technik ist leider nicht wirklich so gut, um das mal nett auszudrücken, und Gotcha ist in dem Punkt auch nicht sehr schlecht unterwegs. Deshalb geht das Battle höchstwahrscheinlich an Gotcha. Big Jigger Jules hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert und das nicht nur wegen seiner Maske. Leider kommt er flowlich nicht gegen Jay Different an und auch hier ist die Routine von ihm ein weiterer Vorteil. Dass er battlen kann, hat er nämlich auch schon im VBT gezeigt. Daher wird auch hier höchstwahrscheinlich als Sieger hervorgehen. Sowohl Drino als auch Merchas haben Battle-Erfahrungen im VBT gesammelt und ja, ich musste gerade echt aufpassen, dass ich diesen Namen richtig ausspreche. Nur hat Drino sich in den darauffolgenden Turnieren deutlich mehr gesteigert. Meiner Meinung nach ist er in allen Punkten überlegen, daher ohne viel Gerede der Sieg für Drino.
Nugu Bojang hat einen ganz besonderen Style, mit dem er sich eine Menge Musikalitätspunkte holen kann. Nairo ist punchline-technisch nicht wirklich so gut dabei, das war alles ziemlich oberflächlich, was er in der Quali gebracht hat. Nugu Bojang ist technisch nicht so gut dabei, aber dafür kaschiert er das gut durch seinen Flow. Schwierige Entscheidung, aber ich denke, das Battle wird an Nugu Bojang gehen. Psycro baut eine Menge Atmosphäre auf, welche durch seine zum Outfit eher unpassende Stimme zwar etwas zerstört wird, aber durch das Video trotzdem für Entertainment-Punkte sorgen kann. Shikar ist musikalisch meiner Meinung nach der Beste im Turnier, nur leider wäre er durch die fehlenden Punchlines eher gut in der Cypher aufgehoben gewesen. Psycro ist ihm aus Battle sich deutlich voraus, daher geht der Sieg höchstwahrscheinlich auch an ihn. Herr Kuchen gegen TM Music ist ein klares Entertainment-Battle. Im VBT war Herr Kuchen auch nur sehr musikalisch und seine Lines haben sehr gut unterhalten, nur der richtig zerfickende Punch hat irgendwie gefehlt. TM Music hat, wenn er möchte, die gleichen Eigenschaften, allerdings hatte er auch die eine oder andere gute Punchline in der Quali. Flowlich sind beide sehr gut unterwegs, es ist wirklich schwer zu bewerten, ohne die Runden gesehen zu haben, aber ich schätze, TM Music wird hier knapp vorne liegen, gerade durch das wahrscheinliche Arthur Rewak-Video. Kurz und knapp noch zu Krix gegen Sacref. Sacref ist sehr musikalisch, allerdings ist Krix in allen Kategorien überragend und würde höchstwahrscheinlich auch ohne Punchline-Punkte gewinnen. Dem kann wahrscheinlich erstmal nur ein weiterer Publikumsfavorit gefährlich werden, deshalb ganz klar der Sieg an Krix.